Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Der Antrag, der vorliegende von NEOS, der dringliche Antrag von NEOS ist sicher sehr gut gemeint und wie es mein Klubobmann schon gesagt hat, in den meisten Punkten unterstützenswert. Jedoch muss man natürlich sagen, dass es in gewisser Weise so etwas wie Wünsche an das Christkind sind. Deswegen, weil wir zum einen schon in der Theorie nach den Lettern des Gesetzes gewisse gesetzliche Regelungen haben, die theoretisch eben eine Objektivierung die besten Leute beim ORF einfordert. Auf der anderen Seite, heute schon ja lang und breit besprochen, im Bereich des Rechnungshofausschusses selbst dieses Hearing und die öffentliche Transparenz nichts geholfen hat und die Backelei letztlich gesiegt hat. Das funktioniert eben in der Realität nicht. Das liegt aber noch viel tiefgreifender und das wird man wahrscheinlich auch mit noch mehr Hearings und noch mehr Transparenz nicht lösen. Das liegt in der mangelnden Stärke unseres Parlamentarismus. Das liegt darin, dass wir im Grunde genommen in einer Ministerialdemokratie leben, wo also die Regierungsfraktionen in erster Linie von ihren Ministern und von der Partei abhängig sind auf der anderen Seite. Für mich ist damit klar, dass es auch im August wieder eine Backelei geben wird, dass man auch im August bei der Wahl zum ORF-Generaldirektor nicht den besten, qualifiziertesten erleben werden, der da gekürt wird, sondern sicher den politisch willfährigsten und derjenige wahrscheinlich auch wieder Alexander Wrabetz heißen wird. Es ist aber so, dass die Probleme beim ORF sicher tiefgreifender sind und das nicht alleine nur mit der Wahl des Generaldirektors oder der Art und Weise der Wahl des Generaldirektors zu tun hat, was wir dort für Probleme haben. Wenn der Kollege Czapp heute gesagt hat, dass der ORF so wirtschaftlich erfolgreich ist, dann muss ich leider laut lachen, weil mit 600 Millionen Euro Zwangsgebühren ist das sicher leicht zu machen. Das genauso wäre es, wenn man behaupten würde, die ÖBB ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Wir wissen alle, wie viel wir da in der Steuerhand hineinzahlen. Das ist aber offensichtlich sozialistisches Wirtschaftsverständnis, das dazu tragen kommt. Anspruch des ORF auf die Rundfunkgebühren oder auf einen Großteil der Rundfunkgebühren, der ist aber absolut zu hinterfragen und unseres Erachtens aus mehreren Gründen nicht mehr gerechtfertigt. Das ist einmal zum einen so, dass der ORF nur mehr im Ansatz die im ORF-Gesetz festgehaltenen Grundlagen, nämlich das, was ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, welche Inhalte zu produzieren und zu verbreiten sind, erfüllt, vor allem in seinen Sendern ORF 1 und 2. Zum anderen der reichweitenstärkste Radiosender, nämlich Ö3, im Grunde genommen wie ein Privatsender agiert. Sieht man mal ab von den Verkehrsinformationen und der ein oder anderen Nachrichtensendung. Und der ORF hergegangen ist in den vergangenen Jahren, eben diese öffentlich-rechtlichen Inhalte in diese Spartenkanäle verbannt hat, die ja kaum eine Reichweite haben und im Grunde genommen dort den öffentlich-rechtlichen Auftrag zwar erfüllt am Papier, aber in Wahrheit damit eine Feigenblattlösung geschaffen hat und die große Reichweite nicht erfüllt wird. Dabei muss man also ganz klar festhalten, ist eben dieser öffentlich-rechtliche Auftrag ungenügend erfüllt. Dazu kommt noch, dass in den Nachrichtensendungen das Objektivitätsgebot immer wieder verletzt wird, dass man es duldet seitens der ORF-Führung, dass Nachrichtenredakteure beispielsweise Programmgestalter ihre persönliche politische Meinung einfließen lassen in eben die Berichterstattung. Erleichterndes Flaggschiff kennen wir alle, ist der Moderator der ZIP2, der auf der einen Seite auf Twitter den linken Moralapostel gibt, das Twitter-Gott, und auf der anderen Seite kaum in der Lage ist, in der ZIP-Sendung seine politische Meinung hinterm Berg zu halten und auch eben dort diesen Moralapostel spielt. Ich glaube, unwürdig eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn man nach Deutschland blickt, gibt es dazu was nicht. Was weiters noch zu denken gibt in dem Bereich, ist gerade aktuell die Sportberichterstattung, wo man mit Abermillionen nicht in der Lage ist, vergleichsweise zu etwa dem Schweizer Fernsehen, geschweige denn dem deutschen Fernsehen, auch wenn dort mehr Geld ist, das ist keine Frage, aber eine wirklich professionelle Berichterstattung zu machen. Das ist das eine, was Randsportarten betrifft, wie etwa Eishockey, die gar nicht vorkommen lässt im ORF oder nur sehr wenig, weil man offensichtlich nicht einem Sender wie Servus TV zuspielen will und sich da sozusagen einfach wie ein Kind benimmt und sagt, was die anderen können, das dürfen wir nicht machen. Für mich stellt sich also damit, oder für uns, die Zwangsgebühren mehr als in Frage. Man sollte überhaupt diskutieren, ob man ORF 1 und Ö3 nicht vielleicht völlig in die freie Marktwirtschaft entlässt und nur mehr die Programme, die ORF-Programme fördert. Es gibt ja auch sehr wertvolle, beispielsweise Landesstudios, die sehr gut arbeiten, sehr wertvolle Programme, wie zum Beispiel Radio Kärnten oder Radio Steiermark, die absolut diesem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachkommen und nur mehr dort die Gebühren hingibt, beziehungsweise die Gebühren anders verteilt. Diese Rahmenbedingungen aber müssen wir als Gesetzgeber schaffen, das ist, glaube ich, ganz klar.
Wir haben da immer wieder entsprechende Anträge eingebracht, werden das auch in Zukunft tun und ich freue mich da auf eine gute Diskussion im Verfassungsausschuss. Abschließend noch etwas zum NEOS-Antrag bezüglich der Hearings, was Ministeramtsanwärter betrifft. Das halten wir für nicht gut, weil wir der Meinung sind, das soll der Wähler entscheiden. Das wurde heute schon einmal, glaube ich, vom Kollegen Czapp richtigerweise festgehalten, dass die Minister ohnehin sich der Öffentlichkeit und der Opposition im Parlament permanent stellen müssen. Und ich glaube, es würde ja auch den Kanzler theoretisch treffen. Ich glaube, der soll gewählt werden. Nur weil jetzt derzeit eine Partei einen Kanzler stellt, der nicht gewählt worden ist, das ist meines Erachtens deren Problem, müssen wir jetzt nicht unbedingt Hearings einführen. In diesem Sinne hoffe ich auf baldige Neuwahlen, damit eben dieser Umstand bereinigt wird. Und danke für die Aufmerksamkeit. Sagt Daniel Mölzer von der FPÖ. Nächste Rednerin ist die Rechnungs-